Hallo Anders Kollektiv, der Wassermänner. Wir schauen in die kommende Woche rein. Aber es gilt, wie immer, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Vielleicht passt auch nur eine einzige kleine Sache. Und wir haben hier 4. Ja, der Wassermann übertreibt gerne mal. Wir kennen es ja nicht anders. Dann nehmen wir sie auch einfach. Wir haben das Schiff, hier geht es um Sehnsüchte. Es geht darum, dass Dinge hier noch in der Ferne sind. Aber wir haben auch das große Glück, Mitte der Sonne. Wir haben den Fuchs, das heißt, clever zu sein, kann aber auch eine Idee bedeuten. Und wir haben den Neuanfang. Wenn ich mir das so anschaue, ist hier etwas, was umgesetzt werden möchte, welches dir großes Glück bringen kann. Und natürlich auch dementsprechend bedeutet, dass hier etwas Neues beginnt. Allerdings ist das noch in weiter Ferne. Das heißt, es kann sein, dass hier noch etwas geklärt werden muss. Ja, passend dazu natürlich Klärung, Durchbruch, Befreiung mit dem Turm. Steht auch für Reinigung, steht für Heilung, steht dafür wichtige Ereignisse zu erkennen, um dementsprechend auch diese als Treibstoff. Also hier, wie gesagt, großes Glück. Hier ist etwas, auf was schon geschaut wird. Ein Ereignis, das eben dafür sorgt, dass hier ja der Durchbruch stattfinden darf. Dann haben wir natürlich hier eure Energie. Schwert König ist ein Verstandesmensch. Kann für jemand anderes stehen, also für dein Gegenüber stehen, kann aber auch einfach deine Energie sein, weil du einfach jetzt zurück in deinen Verstand findest, geklärt bist dementsprechend und ja, deine Intelligenz in Anführungszeichen wiedererkennst. Was möchte sich denn noch zeigen für das, das sind ein bisschen viele, liebes Universum, für das Kollektiv der, oh, das Ass der Schwerter, Kommunikation, eine Idee. Da ist die Erkenntnis, da ist die Entscheidung, da ist die Klarheit, die noch fehlt, bevor es hier in deinen Neuanfang reingehen darf. Die 7 der Münzen. Ja, sehr schön. Da geht es nämlich um die Langfristigkeit. Deine Geduldsprobe. Da geht es auch darum, dass Arbeit und Erfolg ergebnisreich wird. Und wir haben die 2 der Kelche. Ja, und da geht es ja um Anziehung, um Bindung, aber auch um Verträge, die geschlossen werden können. Ja, also es liegt im Endeffekt an dir. Und das kann natürlich auch ein Vertrag sein zwischen dir und einer anderen Person, sprich eine neue Verbindung, die sich ankündigt. Die aber aufgrund deiner Sehnsüchte, die du noch nicht so ganz wahrhaben möchtest, in der Ferne liegt. So, und wie soll es auch anders sein? Hier fällt schon wieder eine mehr raus. Wir haben hier zum einen den König der Münzen. Ja, da geht es darum, Gefühle zu klären, in sich hineinzuschauen. Und wir haben hier die Prüfung mit dem Gehängten noch dazu. Das heißt Lebensaufgabe. Und von daher kann es gut sein, dass du jetzt wirklich clever sein solltest, weil das große Glück ist schon unterwegs und du musst aufpassen, dass du es nicht verlierst, in Anführungszeichen, weil du dich vor statt hinter dem Turm aufhältst und Angst hast, hier in die Klarheit reinzugehen. Also hier kommt irgendein Ereignis, das wird hier, wie gesagt, das wird reinscheppern, das wird für Klarheit sorgen. Und es kann durchaus sein, dass hier, wie gesagt, ein Vertrag zum einen beruflicher Natur geschlossen werden möchte. Es kann aber auch sein, dass es darum geht, hier in eine neue Verbindung reinzugehen. Ja, Prüfung, Lebensaufgabe, vielleicht mehr raus aus dem Verstand und wieder rein ins Gefühl. So, und jetzt legen wir noch eine Orakelkarte um das Feld der Wassermann. Wassermann im Venus-Einfluss, und da muss ich tatsächlich jetzt wieder an die Verbindung zwischen zwei Menschen denken. Dein geselliges Wesen kann dazu beitragen, anderen Menschen bei der Problemlösung zu helfen. Schaue nicht weg, wenn sich dir die Chance bietet. Es kann in der Zukunft nützlich sein. Mhm. Interessant. Bin sehr gespannt. Schöne neue Woche.